Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder am Start und wir müssen jetzt schlafen gehen, so wie ich das sehe. Und ich würde sagen, das ja, machen wir dann auch einfach mal, ne? Gute Nacht. Gute Nacht und bis morgen und auf Wiedersehen. Und ja, schöne Folge war's, ne? Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Nee, Quatsch, war nur Spaß. Haha, so lustig. Okay, lass uns aufstehen. Morgenstund hat Gold im Mund oder so. Wir müssen ein bisschen was machen. Wir müssen unter anderem Holz sammeln. Für unser Haus-Upgrade, was gerade im Gange ist, müssen wir ganz dringend ein wenig Holz sammeln. Das ist ganz wichtig. Und wir sind immer noch im Begriff im Moment, das Glashaus zu bauen. Beziehungsweise ich nenne das immer Glashaus. Eigentlich ist es ja ein Gewächshaus. Ne? Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Wir haben eine Axt am Start. Wir brauchen... Ach so, warte mal, ja, wir wollten eigentlich auch die Greissäge bauen, ne? Aber die können wir... Doch, die können wir schon bauen, oder? Konnten wir die bauen? Die verbesserte Werkbank können wir übrigens auch bauen, aber dafür brauchen wir Kupfer. Jawohl. Die Greissäge. Eisenbarren, Kobalt haben wir zwei. Kobalt hatten wir zwei, habt ihr in die Kommentare geschrieben. Tatsächlich. Das heißt, wir können die Säge tatsächlich bauen. Ja, das ist ja eine ganz wilde Geschichte, ne? Wir können die Kreissäge theoretisch gesehen eigentlich bauen. Haben wir 8 Eisenbarren? Ja, safe. Wir müssen nur weiter Eisen einschmelzen. Da haben wir 2 Kupferbarren. Auch nice eigentlich. Ich wollte aber eigentlich erstmal schauen gehen, ob wir vielleicht mit unserer Spitzhacke... Haben wir die irgendwo? Ja, die ist jetzt nicht mehr die allerneueste. Da würde ich vielleicht nochmal eine zweite mitnehmen. Statt dem Steinhammer. Haben wir hier noch eine Spitzhacke? Katana, Fackel, Penis? Nein. Dann lass uns doch nochmal eine zweite Spitzhacke bauen. Ich glaube, da brauchen wir diese Steinklingen für, richtig? Warte mal. Steinhammer, Steinklinge, Steinspitzhacke. Stock, Steinklinge, Pflanzenfasern. Ein Stock brauchen wir dafür. Den haben wir hier. Dann brauchen wir 2 Pflanzenfasern. Die haben wir, glaube ich, dabei, ne? Jo, die haben wir dabei. Und dann lass uns doch gerade nochmal ganz kurz eine Steinspitzhacke bauen. So. Und dann können wir eigentlich los. Ne, warte mal. Wir machen jetzt mal nicht zu viel auf einmal. Warte. Das erste, was wir jetzt bauen, ist die Kreissäge. Die ist sehr groß und passt hier eigentlich gar nicht rein. Scheiße. Okay, warte mal. Können wir die vielleicht erstmal hier draußen hinstellen? Ah, oder weißt du was? Fürs Erste. Nee, warte mal, das ist total dumm. Warte, das ist total dämlich. Wir kriegen nämlich die Holzbarren gar nicht hier hoch. Das ist total dumm, die da oben hinzustellen. Lass die doch einfach mal hier vorne hinstellen. Hier, guck mal. Lass die doch einfach mal... Hier hinstellen. So, wir brauchen Kobalt, Mechanikteile und Elektrikteile jeweils 4. Mechanische Komponente. Warte. Warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Da brauchen wir jeweils... Na ja, komm, ich nehme sie einfach mit. Ist egal. Dann können wir die da schon mal reinpacken und dann... Warte, hole ich das andere Zeug gerade noch. Warte, warte, warte. Einmal. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Warte, 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 warte. Packen das mal hier rein. Und dann brauchen wir 8 Eisenbarren. Die werden wir nicht auf einmal tragen können, ne? Na, wobei. Doch, das geht. Perfekt. Dann packen wir die gerade mal rein. Warte, warte, warte. Und 2 Kobalt. Hey. Boah, ich muss dringend... Ich dachte schon die ganze Zeit, ne? Ich muss dringend meine andere Tastatur dran schließen. Die WASD ist echt irgendwie im Arsch. Das sehe ich nicht. Aber wir müssen hier hin. Kobalt. So. Und bam. Guten Tag. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Holz holen. Holz holen? Und dann schauen wir mal, wie viel wir aus diesem... mit dieser Kreissäge da rausbekommen. Lass mal checken. Digga. So. Ist das... Das ist ein sehr großer Baum. Oh. Huch. Oh. Und dann noch das Bäumchen hier.
Vorher haben wir aus einem Holzscheit zwei Bretter bekommen. Ein Holzscheit waren immer zwei Bretter. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir da diesmal rausbekommen. Warte. So. Oh, okay, wie geil ist das denn? Wir haben jetzt so ein Working Queue, oder wie man das nennt. Quä, wie auch immer. Okay, das ist geil. Okay, wir brauchen aber Öl. Öl? Der geht nicht? Oh. Ja. Das heißt, wir müssen Tech-Teile sammeln, um relativ schnell an Öl ranzukommen. Das sind diese Ölkännchen wahrscheinlich, ne? Ja. Lass das mal ganz kurz teilen. Mal gucken, wie weit wir mit einem Treibstoff kommen, wie viel da reinpasst. Wahrscheinlich ist das Ding dann nicht voll, ne? Wow. Okay. Aber die arbeitet von ganz alleine. Vier Bretter. Wir kriegen da vier Bretter raus. Was? Okay. Das ist ein Banger. Geil. Das ist nice. Oh mein Gott, was? Holy shit. Okay, stell dir vor, du hast zwei von den Dingern. Okay, jetzt wollen wir aber nicht übertreiben, ne? Wobei. Weiß ich nicht, vielleicht ja schon. Pass auf, ich habe letzte Folge auch einen Fehler gemacht. Ich habe das Benzin, weil ich sehr schlau bin, hier wieder rausgeholt. Pass mal auf, dann lass mal ganz kurz das wieder hier reinpacken. Dann haben wir hier noch Rindenmulch. Das können wir erstmal mitnehmen, das ist vollkommen egal. Aber wir müssen das Benzin wieder ins ATV packen. So. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Ding einfach mal laufen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir fahren mal ganz kurz. Wir fahren mal ganz kurz zur Mine. Erstens mal gucken, was der Mineral Extractor macht. Zweitens würde ich gerne gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Eisen aus den Steinen popeln können. Damit wir. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, Steine wieder einzuschmelzen für Eisen, ne? Wir fahren da jetzt mal hin und gucken mal, wenn wir diese Steindinger kaputt klöppen, ne? Was kriegen wir da nochmal raus? Kupfer wird extrahiert, ne? Kupfer haben wir gebraucht für. Wofür haben wir nochmal Kupfer gebraucht? Mann, ich bin so vergesslich. Wir haben Kupfer gebraucht für die verbesserte Werkbank. Richtig. Genau. Das wollten wir als erstes machen. So. Pass mal auf. Wir machen mal Folgendes. Ich nehme mal ganz kurz meinen geilen Speer in die Hand. Und da würde ich gerne mal gucken. Aufpassen, dass hier kein Skorpion rumläuft. So, warte. Das ist die kaputtere Spitzhacke. Was haben wir hier nochmal rausgekriegt? War das nur Stein oder haben wir hier auch Eisen rausgekriegt? Ah ja. Okay, hauptsächlich Blei, aber auch Eisen. Das ist gut. Weil ein Eisenbrocken ist ein Eisenbarren. Okay, da ploppt hauptsächlich Dingens raus, ne? Hauptsächlich Blei, aber ist egal. Nehmen wir trotzdem mit. Ich pack das mal gerade ins ATV. ATV. So. Ja, was mit dem Blei? Wir finden halt jede Menge Blei, ne? Ob wir es am Ende brauchen, weiß ich jetzt nicht. Ne, das ist Stein, glaube ich. Ob wir das am Ende des Tages brauchen werden, weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja erstmal egal. Hier greift wieder die Sinnhaftigkeit, haben ist besser als brauchen. Nun, was man hat, hat man. Mir geht es aber eigentlich erstmal hauptsächlich ums Eisen. Wäre ganz nice, wenn wir das hätten. Ich hätte übrigens mal Wasser mitnehmen sollen. Wir haben nämlich gleich Durst. Richtig? Wir haben auch nichts, ne? Nee, natürlich nicht.
Nur klar. Warum nehme ich eigentlich Kohle mit? Ich will eigentlich gar keine Kohle mitnehmen, ich möchte Eisen mitnehmen. Ist aber doch erstaunlich leer hier gerade, ne? Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass die Sachen nachspawnen. Ah, da vorne ist gerade was aufgeploppt, habt ihr gesehen? Naja. Hier. Guten Tag. Dich nehmen wir mit. Sehr geil. Schwamm. Jetzt ist da Lehm drin. Ich glaub's ja wohl. Da ist noch einer. Guck mal. Dich nehmen wir auch mit. Jetzt ist er wieder am Rumheulen. Mein Gott. Jetzt ist da natürlich auch wieder Lehm drin gewesen, ne? Klar, 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 klar. Okay, da müssen wir vielleicht doch... Oh, die Spitzhacke ist kaputt. Da müssen wir... da müssen wir vielleicht doch gucken, dass wir Steine wieder einschmelzen für Eisen. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, aber... Naja, was willst du machen, ne? Oh, Eisen, geil. Wie gesagt, wir bräuchten halt an sich noch ein bisschen was von dem Zeug. Ich würde jetzt mal den hier noch abbauen und würde nur Eisen mitnehmen. Wenn da jetzt irgendwas anderes drin ist, ist mir egal. Geil. Nein, wir sind zu schwer. Bringt das was? Ne. Scheiße. Bringt das was? Ah, geil. Nice. Okay, wir müssen dringend zurück. Wir haben nämlich ganz tierischen Hunger. Durst, meine ich. Durst. Nicht Hunger, Durst haben wir. Dorsten. So, rein damit. Tack, 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 tack. Ich guck nochmal ganz kurz in den Dingens hier rein. Ah ja, cool. Ein Kupfer. Wow. Ein Kupfer. That's nearly nothing. Oh, warte mal. Warte, warte, warte. Den Kürbis müssen wir essen. Warte, warte. Ah, hier. Ernten. Und rein damit. Rein damit. Das gibt uns nämlich ein bisschen Wasser. Sehr gut. Immer noch ein paar Bilse, aber die lassen wir jetzt immer mal liegen, ne? Gekochter Speck. Ja, komm. Scheiße, der nimmt uns aber Durst. Oh, fuck. Oh, das war nicht schlau. Oh nein, ich hab Durst. Erstmal was Salziges essen. Nein. Das war nicht schlau. Aber egal, kriegen wir hin. So, guck mal, wir sind nämlich schon wieder zu Hause. Wunderbar. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, ich hoffe... Ah. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Wasser vorbereitet. Ja, wunderbar. Geil. So, erstmal nice Hüffle. Und gleich nochmal. Und dann können wir hier gleich mal wieder neues Feuerholz draufpacken und ein bisschen Action machen, was Wasser angeht. Warte, warte, warte. So. Was? Oh, man kann mit Wasser Feuer ausmachen. Hä, wie geil ist das denn? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Manchmal weiß ich doch auch nicht. So, Wasser nehmen. Zack. Wasser nein. Wasser nehmen. Zack. Wasser nein. Und Wasser nehmen. Zack. Und Wasser nein. Das ist ein Ei. Hallo? So. Achso, warte. Feuerzeug. Anmachen. Let's go. Geil. Okay, wir haben ein bisschen was geholt. Ich hole jetzt mal das Eisen hier raus. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es sind wenigstens 4 Barren. Besser als nichts. Und dann können wir die gleich mal hier draufpacken. Zack. Zack. Ja, das ist jetzt... Ich schmeiß das Feuerholz einfach da rein und... Ja, keine Ahnung. Dann lassen wir das mal durchknödeln. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nicht die Welt, aber... Ja, besser auch erstmal als nichts. Ach Gott, wir müssen schon wieder Steine hacken gehen. Ach, das ist doch wirklich für den Arsch, oder? Ah, wir haben jede Menge Glas gemacht, deshalb glaube ich, ne? Naja. Ist wie es ist, ne? Nehmen wir Kohle? Komm, wir haben so viel Kohle, ganz ehrlich. Wir haben so viel Kohle, scheiß drauf. Da können wir ruhig mal Kohle verwenden.
Ja, dann müssen wir halt erstmal, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen, müssen wir erstmal hier wieder ganz klassisch die Steine einschmelzen. Geht jetzt leider erstmal nicht anders. Müssen wir machen. Ist zwar nervig, aber ja. Ja, wir sind ja jetzt eh hier zu Hause ein bisschen am Arbeiten, von daher passt das schon. Aber wir müssen Steine sammeln. Was ist das? Ich habe einen Bären gehört. Ich habe einen Bären gehört und ich wüsste gerne, wo der ist. Aha, ich habe ihn schon wieder gehört, aber ich sehe ihn nicht. Da vorne, glaube ich. Ist er dahinter? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwo bämmelt hier ein Bär rum. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Aber das hat sich auch so angehört, als wäre der angegriffen worden, ne? Keine Ahnung. Ich würde ja jetzt sagen, wir scheißen erstmal drauf und lassen den Bär Bär sein. Keine Ahnung. Ist halt hoffentlich kein Berserker. Eieiei. Ich hätte übrigens, ich hätte am besten übrigens die Dinger hier erst mit Kohle vollgemacht, wenn wir genug Steine hätten, ne? Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen, weil jetzt haben wir nämlich das Problem, dass die Dinger schon laufen, wir die Kohle da rein haben und aber keine Steine mehr da sind, die wir reinfüllen können. Ja, ich bin ein schlaues Kerlchen manchmal, ich weiß. Das ist wirklich exorbitant, wie schlau ich manchmal bin. Können wir ziemlich schnell los und holen Steine. Ist das eine gute Idee, in diese Richtung zu gehen? Ich bin mir unsicher. Das ist Lehm, das ist Lehm. Das sind Steine? Ist das Stein? Oder ist das Lehm? Es ist Lehm. Wir gehen da vorne Steine sammeln. Ich lasse das Leben da jetzt liegen, ne? Scheiß drauf. Ich lasse das Leben da liegen, scheiß der Hund drauf. Wir gehen hier vorne Steine sammeln. Kein Bock auf den Bären. Bin ich ganz ehrlich. Ich möchte hier in Ruhe meine Dinge tun. Und hier nicht von einem Bären belästigt werden. Der ohnehin wahrscheinlich noch ziemlich hässlich ist. Vor allem will der bestimmt Sexspielchen machen. So wie in Craftopia. Und da bin ich leider gar nicht offen für gerade. Hallo, Mr. Bär. Ich bin nicht interessiert. Ist das... Das ist auch wieder Lehm. Hä, ist doch scheiße. Hier ist so viel Lehm. Haben wir schon alle Steine weggefrühstückt oder was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das ist aber Stein, glaube ich, ne? Jo. Nice ein Steinerino. Okay. So. Nein, wir sind überladen. Ne? Okay. Aber es läuft ganz gut bis hierhin, muss ich sagen. Es sieht nicht schlecht aus. Wir werden, wie gesagt, jetzt in Bälde dann gleich zu Hause auch weitermachen. Ich würde jetzt nur gerne das Eisen noch ein bisschen einschmelzen. Einfach, dass wir dazwischen drin mal ein bisschen nachlegen können. Das ist, glaube ich, auch noch Stein, ne? Ja. Ja, dass wir dann einfach noch ein bisschen nachlegen können. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen Holz sammeln. Aber wir haben, und das ist ziemlich geil, jetzt eine Kreissäge zu Hause. Und Bretter sind halt so schnell gemacht. Und das Geile ist, du brauchst nicht die ganze Zeit dabei stehen und gucken, dass das Holz nachgelegt wird, sondern das Ding, du machst einfach diese Warteschlange voll und der sägt dir dann halt Bretter aus. Und wir kriegen auch noch pro Brett, also pro Holzscheit quasi, tatsächlich auch noch 4 Bretter raus, statt nur 2. Also das ist schon ein großer, großer Win, muss man sagen. Jetzt mit der neuen Säge. Das Einzige, was halt noch ist, wir müssen halt Holz hacken und müssen die Stämme halt noch rankarren. Ja, okay, das ist
Vielleicht nervig, aber das ist auch noch einigermaßen machbar. Also das ist okay. Das passt schon. Ich sag mal, mit der Kreissäge ist es schon ganz gut geholfen. Da sollten wir eigentlich die Bude relativ schnell hochgezogen haben. Nein, bitte Steinchen. Wie gesagt, gerade ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt natürlich zu Hause die Kohle gerade verbrennen, was total sinnlos ist, weil wir halt da gerade gar nichts draufpacken. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, aber naja, was willst du machen? It is what it is. You cannot change it, huh? Follow the damn train, CJ. Ah, shit. Here we go again. Okay, nehmen wir den anderen Steindingens hier noch mit. Da ist auch nochmal Stein. Da liegen noch ganz viele Steine. Die nehmen wir alle mit. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier auf die klassische Art und Weise Eisen herstellen müssen. Aber hey, was willst du machen? Was willst du machen? Man muss ja nehmen, was man kriegen kann, nicht? Man muss ja nehmen, was man kriegen kann. So. So, ich hoffe mal zu Hause. Habe ich die Haustür aufgelassen? Ich hoffe, der Bär hat jetzt nicht unsere Bude invadiert. Dann hat er so eine Menschenmelkmaschine aufgebaut. Oh nein. Please don't. So, ja, ich glaube, das reicht jetzt mal. Komm, wenn wir jetzt einen ganzen Stein machen, können wir den nicht mehr komplett mitnehmen. Von daher, ich nehme hier vereinzelt noch die Steinchen mit, die hier rumliegen. Das ist okay. Sind scheinbar nicht sonderlich viele, so wie ich das hier so sehe. Vögelchen. Das Ding da oben war halt auch komplett sinnlos, was wir da gebaut haben, ne? Also, ja, was heißt komplett sinnlos? Das ist jetzt nicht gewesen. Aber wirklich gebraucht haben wir es bis jetzt ja auch nicht, ne? Naja. Was soll's. Aber die Idee war vielleicht doch ganz cool. Da ist ein Kürbis vor unserer Tür gewachsen. Geil. Nice. So. Hier können wir mal essen. So. Okay, kommen Sie mit. Kommen Sie mit, Steine. So, warte. Schön in die Ecke rein, das Ding. Zack. Einfach mal die Kiste voll mit Steinen hochgehoben. Ist gar kein Problem. Aber dann heulen, wenn du mal 2 Meter läufst, weißt du? Da wird dann sofort rumgehechelt. So. Nehmen wir mal Steine mit und packen die direkt hier rein. Und dann können wir auch schon sofort... Pronto, pronto. So, das holen wir raus. Das packen wir rein. Das holen wir raus. Achso, das holen wir raus. Das packen wir rein. Das holen wir raus. Das packen wir rein. Wunderbar. Zack, zack. Siehst mal. So geht's, ne? Oh, wir haben hier schon 3, das heißt 5. Oh, geil, wir haben schon 2 Barren, guck mal. Perfekt. Hier sind schon 2 fertige Barren im Grunde genommen drin. Wir müssen sie nur noch einschmelzen, ne? Cool. Und wir haben mittlerweile 4 Kupferbarren. Ich glaube, das reicht, oder? Wir könnten theoretisch gesehen die verbesserte Werkbank bauen. Ja, easy. 10 Bretter, 10 Nägel. Geil, machen wir nächste Folge. Dann machen wir nächste Folge. Da freue ich mich sehr. So. Dann lass mal unser Brettergame hier gucken. Oh Gott, die sind voll. Schau dir das an. Oh, ist das geil. Ist das nice. Oh mein Gott. Ist das geil. Boah. Das ist einfach so ein Win, ne? Das ist einfach so ein Win. Oh mein Gott. Holy smokes. So, Bredager. Okay, mehr haben wir leider nicht. Haben wir hier noch irgendwo? Ja, komm rein da. Geil. Okay, pass auf. Haben wir noch Holz oder müssen wir nochmal holen? Ja, wir müssen leider nochmal holen, aber ich gehe hier vorne Holz holen. Ich traue dem Bären nicht. Wir können eigentlich hier die Bäume mitnehmen, ne? Oder? Eigentlich können wir die Bäume hier mitnehmen. Es ist eigentlich vollkommen egal. Die wachsen ja sowieso nach. So ist ja nicht. Und so lange dauert das auch nicht, bis die nachgewachsen sind. Von daher, come on. Come on, let's go. Bam, Digga. So. Papam. Papam. Nehmen wir den hier noch mit. Das ist ein kleiner. Am besten ist immer, wenn man einen großen und einen kleinen mitnimmt.
Ist jetzt vielleicht nicht am effektivsten, weil der kleine Baum wahrscheinlich noch zu einem großen Baum wird und der große Baum gibt halt mehr Holz als der kleine Baum. Aber zum Transportieren für uns ist das hier die einfachste Methode. Methode. So. Okay, warten wir kurz, bis die fertig sind hier. Super. Zack. Wunderbar. Einer noch. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Schmömp. Okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen Holz holen, damit wir die Bretter hier fertig machen können. Wir könnten einfach eigentlich können wir den Wagen hier auch mal ganz kurz stehen lassen. Und das einfach so runterholzen und direkt hinpacken. Das geht eigentlich voll gut. Warte, warte, warte. Dann machen wir das einfach mal. So, guck mal. Und dann können wir nämlich direkt hier... Bam. Wie gesagt, wir nehmen einfach hier die kleinen Bäume. Ist vollkommen egal. Es ist wirklich vollkommen wurscht. Wir machen das einfach. Zack, zack, zack. Und hingebracht und bam. Hingebracht und bam. So. Und dann hier das Bäumchen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir den Lachs da so langsam aber sicher mal fertig kriegen. Wir müssen auch die Wände noch drin im Haus rausreißen. Die kleinen Sägen. Ich weiß halt jetzt nicht, was wir mit den Sägen machen, ne? Okay. Ist das irgendein besonderer Baum, von dem ich noch nichts gehört habe? Von dem du Holz bekommst, aber er geht nicht kaputt? Hä, das wäre voll die innovative Idee. Bäume, die nicht kaputt gehen. Oh, das sind zwei Bäume ineinander gewesen. Oh, mega lol. Okay, geil. Das ist nice. Das ist richtig geil. Hä? Gehen wir da mal 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. Da haben wir auch 4 von 4. Hier auch. Können wir, hier können wir aber nicht. Ja. Da ist auch 4 von 4. Hier ist noch 0 von 4. Ist eigentlich egal, wo wir es hinmachen. Hauptsache, wir haben es. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir müssen halt nur mal gucken, dass wir auch so ein paar Dinger fertig kriegen, weil sonst kommen wir, glaube ich, an die anderen nicht mehr dran. Ne? Das wird auch noch nicht alles gewesen sein hier. Wir werden das jetzt mal erstmal fertig bauen und mal gucken, ob uns das vom Platz her einigermaßen reicht. Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Und wir werden das noch ein bisschen größer bauen müssen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Haben wir noch irgendwas zu essen? Irgendwas Geiles? Ah, komm. Erstmal besser als nichts. Ja, wie gesagt, wir werden erstmal gucken, dass wir das hier einigermaßen fertig bekommen und dann, ja. Es wird uns vom Platz her definitiv nicht reichen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Bam. Aber, naja. Was willst du machen? Ne? Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Man muss ja gucken, wo man bleibt. Man will ja hier auch nicht leben wie der letzte Asoziale. So. Das Ding ist halt aber auch, die ganzen Gebäude brauchen halt auch jede Menge, 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 Menge Platz. Es gibt ja dann noch diese NPC-Gebäude, die auch nochmal eine Menge Platz brauchen. Ich gehe nochmal Holz holen für die Säge. Ja, es gibt diese NPC-Gebäude, die halt auch nochmal super viel Platz brauchen. Da gibt es ja zum Beispiel diese Town Hall. Ich meine, wenn du dir die mal anguckst, die ist halt wirklich, wirklich groß, ne? Hier, das Rathaus. Guck mal. Guck dir mal das Rathaus alleine an. Ich meine, wow. Das ist halt einfach gefühlt eine halbe Stadt. So, dann gibt es noch das NPC-Haus, das ist auch nicht klein. Naja, und dann halt noch hier diese Lagerbehälter. Den Lagerbehälter muss man wohl, glaube ich, irgendwie bauen. Damit der NPC, da kann man dem was zu essen reinlegen. Also das heißt, wenn wir so einen NPC haben, es gibt wohl einen, den man befreien kann. Das sollten wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Wenn die Grundstruktur unseres Hauses so einigermaßen fertig ist. Für den musst du aber sorgen. Also das heißt, du musst dem was zu essen in diesen Behälter reinpacken. Der macht auch selber wohl Sachen, was ich schon so mitbekommen habe. Also das heißt, der gießt zum Beispiel Pflanzen, was ziemlich praktisch ist. Ne? Das ist ziemlich cool. Aber ja... Der will halt auch, dass man sich um ihn sorgt. Und das, ja. Das will ich. So. Wie sieht's aus mit dem Öl? Okay, das geht echt klar. Das mit dem Öl geht echt voll klar. Das ist nice gebalanced, das gefällt mir.
So, da machen wir hier nochmal voll. Wir haben ja noch einen Holzscheit, den nehmen wir noch mit. Zack, dann packen wir das hier wieder rein. Dann haben wir wieder genug Bretter. Oder würde ich mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir einfach mal, was das hier Spannendes wird. Mit dem Gebaue. Wir gucken mal, ob wir damit erstmal hinkommen. Da das Gewächshaus hin, hier das Haus noch ein bisschen erweitern. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Es ist sehr grindy im Moment, ne? Aber das ist, gehört dazu. Und so wie ich das gelesen habe in den Kommentaren, gehen da auch alle d'accord mit, dass wir da halt einfach jetzt ein bisschen reingrinden, das Haus ein bisschen upgraden und einfach mal gucken, was da noch so passiert. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen 17 Uhr wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play The Infected. Dankeschön, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein!